Digga, Willi und ich haben gerade 2 Minuten vom Vlog geschickt bekommen. Ach du Scheiße. Das Ding ist, man guckt sich das an und da kommt so viel ans Licht, weil wir wissen das nicht mal. Ja. Völlig vogelwild. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie sollen wir das vermarkten? Also, das ist ehrlich krank. Also, das ist ehrlich krank. Ich war mit Socken im Club und so eine Scheiße habe ich gesehen. Naja, wir laden es einfach hoch. Viel Spaß, genießt es einfach. Hi, aus Marbella. Ihr seht jetzt den Malle-Vlog, die verlorenen 10 von Willi Sandy. Nicht vermarktbar hochzuladen, deswegen kommt es bei mir. Ich weiß nicht, was der Mann gefilmt hat, was Kalle gefilmt hat, was auch immer da gezeigt wird. Auf jeden Fall würde ich das nicht vorenthalten. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ihr habt euch verdient. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und ich glaube, ich gebe ab jetzt Willi die Kamera. MVP! 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 Du bist wieder zurück! Du bist wieder zurück! Du bist wieder zurück! Nein, 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 noch nicht, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Aber heute kannst du sie verdienen. Das, was ich gestern noch mitbekommen habe, wow. Abgeschlossen. Ja, ja. Eldos, wow. Wow. Und ein herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal. Das ist ein neuer Vlog aus Mallorca. Part 1 werdet ihr bei Sidler sehen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann viel Spaß. Digga. Hey, erzähl mal bitte, wo du warst. Bitte. Bruder, er war im Megapark wieder. Von Halo geht er einmal wieder im Megapark. Wundert sich, dass zu ist. Dann chillt er da eine Stunde mit irgendeiner Fußballmannschaft gezählt, ja? Dann hat eine Stunde gechillt. Und dann hat irgendjemand erzählt, dass ich in der Rutschbahn bin und dann war er in der Rutschbahn. Hey, einer sagt mir, ich chill so mit irgendwelchen zwei in der Rutschbahn, ne, weil ich nicht alleine in Deutschland bin. Einer sagt mir, hey, Sydney ist da. Ich sag, halt's mal, ich hab gedacht, du wolltest mich einfach loswerden. Ne? Digga, ich auf einmal, ich guck nach links, ich seh Sydney, ich war der glücklich. Moin. Moin, was los? Also ich sag nicht wer, aber hier hat jemand von uns hingepisst. Irgendwer, aber wir sagen keinen Namen. So, als erstes steht auf dem Plan, dass wir alle erstmal was essen gehen. Ey, wusstet ihr, dass Adam gestern einfach Geburtstag hatte, Sidney? 0 Uhr. 0 Uhr. Ja. Genauso, Capitano. Heutiger Outfit-Check. We go. Ja, wie das hier aussieht, Digga. Das ist. Warte mal. Das ist ein 99er Sommer. Das ist ein 99% Wahrscheinlichkeit, dass das Sommer ist. Erzähl mal, wie viel Uhr ungefähr? Wir reden um 6 Uhr, ja. Ich war selber schon geistig im Bruder, aber ich wollte das mit Zettner so lange ausreizen, wie es geht. Und dann hat er sich so von irgendwelchen Leuten verabschiedet. Ich habe den 10 Minuten nicht gesehen, weil da waren noch zwei, drei andere. Ja, ja, du gehst. Und noch zwei, drei andere, mit denen ich noch kurz geredet habe. Weil ich gucke so hoch. Ich sehe, er fährt einfach mit dem Fahrrad an mir vorbei. Mit so einem leichten Korb noch vorne dran. Ja, ich bin gestorben. Digga, ich bin schön, ich bin gestorben. Also, heute, an dem heutigen Tag, werden wir als Team entscheiden, wer die Kapitäne sind. Es gibt zwei Binden. Alle haben sie abgenommen. Den Bierkapitän und wartet. I've got a little captain in me. Das ist der Vizekapitän. Das ist der Vize. Ja. Ich bin wirklich gerade ein bisschen nervös. Omid macht heute ein Video, wie er alle begleitet, wie viel die trinken am Tag. Was ja nicht cool ist. Was machst du, Digga? Ich weiß nicht, wo meine Karte ist. Das dreht sich mit dem Wind, schau mal. Der ist so doof. Alter, stimmt! Ich hab's gerade gesehen. Ja. Jetzt ist er hängen geblieben. Ja. Ist so gut. Hey! Made it! Ey, der fragt mich, wie ich die Brille so aufgehangen hab, ne? Ach so.
So. Der ist auch vertragt. Riesen. Ich wusste nicht. Es windet gerade. Wegen Wind? Wind? Das ist so geil. Kann Brille runterfallen. Ja, Mann. Ich komm bayerisch. Hey, Mann, komm mal. Sieht aus wie Er nennt sich aus wie Ghana. Senegal. Bruder, er nennt sich aus wie Ghana. Niger Boy. We're from the Ghana. Kalle ist einfach scheiße als Kameramann. Will 3000 Euro netto haben als Gehalt. Und dann sagt er mir gerade, wie kann man so mit mir umgehen? Halt deine Fresse. Er ist gerade zum ersten Mal von mir. Ey, Digga, Kalle, filmst du gut, Digga, hör ich mal. Nee, hast du wieder Bock zu filmen. Geil, Digga, endlich hab ich wieder die Kamera. Hi! Willi, wohin gehen wir jetzt? Mega Tag. Hast du noch was zu sagen? Here we go. Oh, why are with me? Oh, Agabugu Jelly. 1000 Euro? 1000 Euro für Tattoo. Und ich darf auswählen? Ja, aber... Ja, muss schon zu sehen sein, muss Digga. Muss sehen. Jetzt nicht so auf Brust oder so, aber... So, okay. Oder? Wie machen wir damit? Machst du? Ich überleg noch. Wie ist meine Kollege vom Last hier, ehrlich? Vom Last hier? Muss der... Also, ganz genau, Tuk-Tuker. Ja. Tuk-Tuker, ehrlich. I'm my friend. Yeah, man. You are okay? Yeah, I'm good. Welcome. Was I said? Germany. Who? Berlin-Dicker. Berlin-Dicker. This is good, friend, though. Can you say hello to my friend, Eli? Eli. Yes, hey. Hello. Eli Jella. Eli Jella. Hello, Eli Jella. Love you. Love you. This is for you. Keep this one for me. Yeah, and that's for you, my friend. This is African. African. Yeah, I appreciate it. Senegal here. Illegal. Senegal. Bopata. Yo. Okay, Mann. Mein Bruder. Mach's gut, mein Bruder. Mach's gut, ja. Wir gehen jetzt rein im Megapark. Also, ich bin Eldos und ich bin auch dabei. Zum Aufstieg Osnabrück! Bundesligist! Bubba Teschek, alle! Bubba Teschek, Fußballgott! Aktuelle Gefühlslage. Ja, geistesgang, mein Bro. Wie fühlt sich Bundesliga-Aufstieg an? Ja, unfassbar, Bro. Unfassbar. Kann man gar nicht beschreiben. Geht in die Bücher rein. Hallo. Hey. Ich liebe Sydney so krass. Er ist sogar mein Hintergrundbild, Digga. Digga, das ist einfach Sydney. Mini ist der beste Imposter. Ja. Ganz kurz. Ehrlich jetzt? Was sagt Bochumer Jung? Okay, das sagt Bochumer Jung. Bochumer Jung sagt das? Ja, mit uns allein so? Erzähl. Als Imposter feiert ich überall. Alles. Er spielt das so gut. Ini denkt immer, er ist der Beste so. Weißt du, wie ich meine? Aber Mini sind super rar. Überragend. Die killen alles. Jeden Donnerstag erzählt so einem, ich bin besser Imposter. Nimm mal Willi und Sidney in Sachi. Ey, lass uns dir nur das schon mal. Nächstes Jahr. Lieber Knecht, können wir ein Foto machen, bitte? Lieber Knecht. Lieber Knecht. Nicht? Mir wurde das von hinten gesagt. Hey, mach mal auf. Ehrlich ist. Kurzer Zwischenstopp. Wir machen die Wahl des Akt. Was? Jetzt? Stand jetzt. Stand jetzt. Hinrundentabelle. Dir, Kapitän. Hinrundentabelle. Okay. Hinrundentabelle. Okay. Du bist Kapitän. Ganz unten. Mein Vote?
Ja, boah, schau mal. Okay. Mein Vote ist Willi und Adam. Willi Käppner, Adam Kapp, Vize. Okay, krass, das ist krass. Mein das eigener Käppner ist ich selber. Vize? Vize sehe ich gerade als Adam. Adam? Ja. Schön gesagt, genau ich so. Ich? Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Mir gefällt eigentlich niemand. Also ehrlich jetzt. Ja. Also für mich, ich würde mich und Willi und mich auch komplett, ich nehme auch gerne die Vizebinde. Aber ich würde uns zwei. Weil wir haben den Tisch, muss ich ehrlich sagen, wir haben den gerockt. Ja, also, behindert. Wir waren an dem Tisch, ich weiß nicht, wo ihr wart, aber wir waren da ganz Zeit. 24-7. Ja. Ich hab überall gerockt. Ich sag niemand. LVP! 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 Und jetzt, Mann, ihr seid alle nicht würdig. Die Person, die sagt, dass wir alle so würdig sind, ist am wenigsten würdig. Ja. Bravo. Seine Leistung wirklich alte Form, ohne Witz. Auf Ernst? Ich war gestern so stolz auf ihn. Der Moment ist gekommen! Der Moment ist gekommen! Mama, stopp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja. Ja. Ich bin der Partysau. Ich mache Montagsblau. Ich liebe jede Frau. Ich knipp's mir die Lichter für dich aus. Darf ich vorstellen, meine Kalle? Blondes Haar, lange Beine, sie ist der geile Schnitte. Nimm zu viel Frauen mit nach Hause. Sie zeigen
Das sind eigentlich so Sachen, die niemand zu Gesicht kommen sollte. Aber damit ihr mal checkt, was, also die nächsten Tage waren halt komplett Gnocchi des Grauens. Damit ihr mal checkt, so warum. Und besonders auch, ich freue mich schon, den Vlog anzugucken, welche Sachen sehen werde, die passiert sind. So. Also nur damit ihr mal checkt, warum es uns danach und jetzt immer noch, es ist eine Woche danach und wir sind immer noch im Arsch. Wir sind immer noch krank. Und alles Mögliche, warum es so schlimm war. Und ich nehme auch meine Binde ab. Ich habe mir die Binde verdient, aber ich bin Toni Groß, ich trete zurück. Jamal, Musiala und Co. übernehmen das Ding. Ey, das ist Jamal. Er hat super Job gemacht. Er hat super performt. Toni Groß, ich bin satt, ich kann das nicht mehr. Es war echt zu viel. Also, wie ihr seht, das war's von Toni. Kennt euer Limit. Alkohol, scheiße. Ihr wollt nicht so enden wie wir in dieser Nacht. Glaubt mir. Ich bin richtig baff, ne? Also, naja. Ich lasse es einfach jetzt unkommentiert. Lasst es so stehen. Interpretiert rein, was ihr wollt. Lacht einfach über das Video. Passt. Und wer noch kein Abo da gelassen hat, drückt auf Abonnieren, denn jetzt wird es warm immer bisher und wir gehen zum Beispiel morgen ins Now, meine lieben Freunde. Und ihr wisst, was das heißt. Poolpartys par excellence. Lasst auf jeden Fall wirklich nochmal ein Like da, dafür, dass wir den noch rausgehauen haben, den Vlog. Ich denke mal, das war ein Banger. Absolutes Banger. Also ich glaube, das ist das kurze Video. Ich habe es aber noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe nur 2 Minuten gesehen. Ich lasse mich überraschen. Und dann nochmal Shoutout an Willi, der sein Handy bereitgestellt hat. Beziehungsweise die Dateien, dass wir die nochmal hochladen konnten und das mit euch teilen können. Die ganze Scheiße, was da abging. Leute, sprengt wirklich den Like-Button, zeigt, dass ihr es appreciated. Der letzte Marbella-Vlog, wo ich meinte 30.000 Likes, hat irgendwie nach ein paar Stunden 30.000 erreicht und es hat jetzt fast 50.000 Likes. Ich glaube, das ist mein meist gelikedes Video auf dem Kanal oder so, keine Ahnung. Deswegen zeigt, was Malle für eine Kraft hat. Lasst Likes da und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht raus, ich bin dein Wingman. Check die Karte, Hände auf und was willst du drehen? Mit dem Nigel kann ich yeah. Deinen Baum. Oh mein Gott. Yeah. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling it, feeling right, 2 a.m. summer night.